Ja, hallo und willkommen zurück zu Formel 1. Diesmal ist es Formula One 23, also das 2023er Modell, die PS5-Version. Okay. Warum ihr jetzt hier keine Musik hört, hat einen Grund. Ich habe das Spiel jetzt schon dreimal angehabt. Einmal habe ich es angehabt, um die Musik auszuschalten, weil lizenztechnische Gründe und hier und da, ja, manche Lieder sind erlaubt oder auch manchmal gar kein Lied oder was auch immer. Darum habe ich es jetzt erstmal ausgeschaltet. Habe eben schon ein Video geschaltet, da hat sich damit einmal mein Internet ausgeschaltet. Keine Ahnung. Oh, ist das herrlich. Und dann hatte ich nur noch einen schwarzen Bildschirm. Darum muss ich das Ganze jetzt mal von vorne starten. Ich denke mal, das Anfangsintro ist auch lizenztechnisch irgendwie vertüdelt. Ich denke mal, da werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal eine Nachricht kriegen. Aber was soll's? Das ist ja auch für euch. Das Intro hat mir schon mal sehr gut gefallen von 23. Das ist schon mal gut. So, dann gehen wir mal rein in the game. Was? Er hat eine E-Mail per. Nee, E-Mails will ich nicht. Hallo? Ja, egal. EA-Konto erforderlich. Was ist hier jetzt los? Mit Amma geht alles nicht mehr, oder was? Ach Gottchen. Ja, es dreht sich um Breaking Point. Irgendwie ist das hier alles jetzt nicht mehr an. Habe ich immer noch kein Internet? Ach, ist auch egal. Ja, es dreht sich hier um den Breaking Point. Aber bevor ich da was zu sage, erstmal. Wenn dir das soweit alles gefallen hat oder euch, dann lasst einfach mal ein Like und ein Abo da. Mal meinen Kanal so ein bisschen pushen. Das wäre nicht, ist schon mal ganz gut. Schon mal gut, dass ich so einigermaßen euren Geschmack treffe. Gut, es werden auch manchmal Spiele dabei sein, wo ich euren Geschmack nicht treffe. Das ist nun mal so. Ich zocke die Spiele dann auch, weil ich da mal Bock drauf habe, weil ich das durchzocken will. Weil es sind ja so einige Spiele, jetzt ganz viele Spiele bei mir liegen geblieben. Und jetzt versuche ich das natürlich alles aufzuholen. Ist natürlich alles nicht so einfach, weil zeittechnisch habe ich da nicht so. Ich habe nicht ganz so viel Zeit. Weil meine Tochter, Familie muss alles auch noch unter Dach und Fach gebracht werden. Und ja, da ist ja nicht so viel Zeit zum Spielen. Von daher gebe ich da mein Bestes und ja, wie gesagt, lasst ein Abo oder ein Like da. Was Schönes für den Algorithmus tun und dann freut sich mein Kanal und dann freue ich mich und dann ist das alles ganz gut. Wenn ihr trotzdem einfach nur mal reingucken wollt, dann guckt einfach nur mal rein. Wenn das nicht euer Geschmack ist, dann ist das eben so, dann guckt ihr halt später noch mal rein. Vielleicht ist ja denn irgendwann dann mal was bei, was euch gefällt und dann könnt ihr denn ja denn ein Like oder ein Abo dalassen? Gut, so viel erstmal dazu, so viel zum Gebrabbel. Kommen wir zum Breaking Point, Teil 2. Ja, ich hatte ja schon das 21er Modell und da habe ich ja den Breaking Point auch gespielt. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Und deswegen wollte ich mir das 22er Modell holen, habe mich aber vorher erstmal schlau gemacht, ob da überhaupt die Geschichte weitergeführt wird. Dem war nicht so. Welch große Freude. Super. Darum habe ich mir Formula One 22 nicht geholt. Und zwar habe ich mir jetzt das 23er Modell geholt. So, man macht sich ja nun erstmal so ein bisschen schlau, ne? Weil die Geschichte von Breaking Point, das war eigentlich ganz lustig, hat Spaß gemacht. Und ja, da habe ich mich erstmal schlau gemacht, wo denn mal die Geschichte weitergeht, weil ja, ob die Geschichte überhaupt weitergeht, das ist es ja. Bei Viva haben sie ja so ein Dreier-Ding gemacht, also bei Viva. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Viva war das. Viva 20, wo das anfing mit Hunter, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, die Games habe ich mir auch geholt, da habe ich die Geschichte auch durchgespielt, war auch ganz lustig. Da gab es ja dann drei Spiele. Dreimal wurde die Geschichte dann weitererzählt. Wie das jetzt hier mit dem Breaking Point ist, weiß ich nicht. Ob es da dann auch noch mal
noch eine Geschichte denn, ob die Geschichte weitergeführt wird nach Teil 2, keine Ahnung. Das werde ich ja denn sehen. Vielleicht ist da ja ein offenes Ende oder Spekulation für mehr. Gehen wir erstmal rein im Breaking Point. Ja, und 23 habe ich denn gesehen, also dass in Formel 1 23 denn die Geschichte weitergeführt wird vom Breaking Point. Warum das jetzt nicht bei 22 so gemacht wurde, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wurde jetzt im 23er Motel die Geschichte weitergeführt mit Breaking Point 2. Habt ihr ja nun gesehen. Das Ganze spielen wir jetzt erstmal auf normal. So. Ja, und dann war natürlich klar, ich muss das irgendwie haben, aber nicht für den Preis. Weil, nee. da habe ich jetzt gewartet, bis ich mir das lohnen konnte. Ich konnte es mir billig schießen. Ich mache da auch noch mal ein Video von. Habe mir noch so einige andere Games mir billig geschossen und kommt aber auch noch ein Video. Und ja. Ja, so viel zu Breaking Point. Ich würde sagen, dann legen wir mal los hier. So, Fahrhilfen müssen aus, das ist schon mal klar. Lenkassistent ist aus, das ist gut. Steuerung, Vibration, Force Feedback. Okay, da brauche ich nicht reingucken. Audio brauche ich auch nicht reingucken. Das ist, glaube ich, alles auf genau Goodie. Ja, das hatte ich ja schon eingestellt. Wie schon gesagt, ich hatte da schon mal an und habe die Musik ausgeschaltet. Und ja, ich werde wahrscheinlich ein bisschen Probleme kriegen, wahrscheinlich mit den Anfangsintro, aber egal. So, starten wir mal Breaking Point. Also dieses Video geht jetzt auf jeden Fall eine Stunde. Vielleicht beende ich es auch früher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal ein First Look von Breaking Point Teil 2. Okay, starten wir das mal. Bisher in Breaking Point. Ah, cool. Aiden, jetzt steht das erste Formel-1-Rennen für Sie an und ich möchte Sie fragen, wie fühlt sich das an? Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich sehe mich um und bin täglich von meinen Helden umgeben. Und was sagen Sie zu Kaspar Ackermann? Wie stehen Sie beide zueinander? Das war nicht meine Schuld. Wessen Schuld denn dann? Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Wir alle haben Mitleid mit dir. Du hattest nie eine Chance. Ich habe eine Nachricht bekommen von Christian Horner. Du wirst beobachtet. Weißt du, was sein Problem ist? Er findet, du bist zu alt. Du willst Respekt, dann zeig Respekt! So läuft das! Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen! Ich höre auf. Du was? Ich werde zurücktreten. Warum hat das mit euch beiden nicht funktioniert? Er bekommt mehr Geld als ich. Was? Er wollte mich nicht im Team. Ich wollte. Und du dachtest, ich bin nicht mehr gut genug. Also ist nichts davon wahr? Die Fahrer tratschen viel. Und es gibt da einen, der sich besonders hervortut. Ich will, dass wir den vierten holen. Ich will, dass wir Butler besiegen. Und dass du diese Stelle kriegst. Alfa Romeo ist auf dem besten Weg, Alfa Tauri wirklich zu ärgern. Butler nähert sich Ackermann. Er geht nach innen, will angreifen und sie stoßen zusammen. Butler in die Leitplanke. Das scheint das Ende des Rennens für ihn zu sein. Und der Holländer kann weitermachen, Stefan. Schön zu sehen, dass er nicht aufgibt. Du musst dir den dritten holen, Aiden. Was ist mit Kaspar? Wir lassen Aiden vorbei. Ja, lass Aiden durch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hast du den Unfall gesehen? Geht's Butler gut? Besser als seinem Ego. Ah, das finde ich schon mal cool, dass da so eine Rückblende ist. Also ist schon mal richtig gut. So, Kapitel 1. Ah, also die Geschichte geht hier 22, geht das weiter. Okay, also es setzt genau da, glaube ich, an, wo es aufgehört hat. Eine neue Ära für die Formula One. Die Überarbeitung des technischen Reglements ist das erste große Update des Sports seit mehreren Jahren. Aber es sind nicht nur die neuen Autos, die im Fahrerlager für Aufsehen sorgen. Ach hier, jetzt kommt wahrscheinlich hier das Mädel dazu, oder? Das wäre cool, weil dann ist endlich mal eine weibliche Domäne mal in der Formula One. Da bahnt sich ja in der richtigen Formel 1 bahnt sich da ja auch was an. Da sticht ja momentan auch ein Mädel hervor, was eigentlich ganz gut ist, so im Racing. Schade, dass hier Mick Schumacher nicht mehr mit bei ist.
Oder war er 22 noch dabei? Gut, gucken wir mal. Wie fühlt es sich an, ein neues Team in der Formel 1 an den Start zu bringen? Wenn Sie das erste Mal den Wagen sehen, Ihren Wagen, mit Ihrem Branding, Ihrem Namen drauf, vor einem offiziellen Rennen, und dann neben Ferrari, McLaren und Mercedes, das ist schon umwerfend. Das klingt, als hätten Sie sich einen Traum erfüllt. Schön wär's. Wann wurde Ihnen zum ersten Mal klar, was bei Konnersport auf Sie zukommen würde? In der Saison 2022, gleich von Anfang an. Dass die Fahrer aneinander geraten würden, war ein kalkuliertes Risiko. Aber der Wagen, da gab es echt Probleme. Der große Preis von Miami, er ist noch nicht ganz vorbei. Es ist ein fantastisches Rennen und noch ist alles offen. Ganz genau. Wir haben heute ein paar fantastische Fahrkünste gesehen, allen voran von Aiden Jackson. Ich glaube, noch nie wurde von einem Konnersport-Auto mehr rausgeholt. Da hast du recht, das Team muss endlich zeigen, was es kann. Und Jackson könnte genau der richtige Mann dafür sein. Okay. Gute Arbeit bis jetzt, Aiden. Versuch, den Abstand zum Auto vor dir zu verringern. Verstanden. Moment. Da muss ich erstmal in die Einstellung. Hallo, also die ganze Rennlinie, da will ich nicht haben. Genau, Fahrhilfen. Wieso wird mir das? Hä? Was ist hier los? Geht das hier? Nee. Ach, kann man das gar nicht ausschalten? Oh Gott. Na super. Allgemeine Einstellung. Ja, das hört sich doch gut an. Oh Gottchen. Irgendwie kann ich da die... ich kann das nicht wegschalten. Das ist ja doof. Ja gut, dann gehen wir mal rein da. Mm-hmm.
Ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Los, los! Abstand zum Auto hinter uns. 1,8 Sekunden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,7 Sekunden. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich habe so das Gefühl, dass hier Bremsen und Gas, ich da gar nicht so wirklich Kontrolle drüber habe. Mal gucken, vielleicht kann ich das dann noch ändern.
Leistung nimmt ab. Was ist da los? Okay, verstanden. Wir sehen uns das an. Du musst das Auto aus dem Verkehr ziehen, Aiden. Bitte halt an. Hörst du mich? Im Ernst jetzt? Tut mir leid, Aiden. Fahr an den Streckenrand. Halt an. Es ist doch lächerlich. Oh, das ist äußerst bitter für Jackson. Nur noch ein paar Runden bis zum Schluss und er scheidet aus beim großen Preis von Miami. Mit jedem weiteren Rennen scheint das Konnersport-Auto mehr Probleme zu machen. Für die Fahrer muss das sehr frustrierend sein. Ja, das war's für Aiden Jackson von Konnersport. Er muss leider anhalten und wird das Ziel nicht sehen heute. Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, durch das Ausscheiden von Jackson kommt Devin Butler jetzt in eine Position, von der er aus Punkte für Konnersport holen kann. Aiden ist raus? Ja, er hat einen Motorschaden. Haha, zum Glück habt ihr mich. Okay, Devin, leg's nicht drauf an. Wir können nicht riskieren, beide Autos zu verlieren. Hab alles im Griff, mein Freund. Alles okay, Aiden? Wie schlägt sich Devin? Sieht gut aus bei ihm. Er kann ein paar Punkte für das Team holen. Schön für ihn. Das war ja klar. Ja, ich glaube, Gas und Bremshilfe ist an. Nur das konnte ich eben nicht ausschalten. Ja, läuft. Gut, gucken wir mal weiter. Irgendetwas läuft immer schief. Hast du etwa nicht gesehen, was da heute los war? Aiden, du hast recht und ich kann das verstehen. Aber wir geben hier alle wirklich unser Bestes. Das Auto ist nicht perfekt, aber... Andreo, das höre ich echt jedes Mal. Wie sieht das aus, wenn ich so einfache Punkte verliere? Klapp, klapp. Was ist denn hier los, Leute? Was geht ab? Was habe ich verpasst? Nicht jetzt, Devin. Aiden und ich besprechen das Problem mit dem Auto. Schon wieder? Ich dachte, das wäre geklärt. Ich hatte heute überhaupt keine Probleme. Wie sagt man doch? Wenn der Reiter nichts taugt, ist wohl das Pferd schuld. Hey. Du kannst dir jederzeit meine Setup-Daten ansehen. Vielleicht hilft dir das. Das ist kein Problem. Ich sag's gern nochmal. Ich hab kein Setup-Problem. Das Problem ist, dass... Jackson, das war das Problem 2022. Das war so. Am Ende 21 dachten alle, dass Aiden von einem der Big Three gesigned wird. Aber es gab wohl keine Einigung, also kamen wir beide zu Konnersport. Glauben Sie, dass Aiden das zu schaffen machte? Das ist kein Geheimnis. In dieser Saison 22 war Jackson ein regelrechter Albtraum. Okay, die Cutscenes, die sehen schon mal richtig gut aus. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. So, was haben wir hier? Ja, das ist ja das Übliche. Zentrale, Anrufe, E-Mails prüfen. Halt eben das Übliche, was man auch schon so im Breaking Point 1 gemacht hat. Leistung und Ruf. Okay. Hier kannst du auch deine Leistung und deinen Ruf überprüfen. Diese neue Ergänzung zu Breaking Point 2 ändern sich je nach deinen Aktionen. Sowohl als auch neben der Strecke. Achso, okay. Alles klar. Okay, das ist schon mal cool. Das gefällt mir auch schon mal. Dann weiß ich ja schon mal ungefähr, was mich denn so im, wenn ich meine eigene Karriere starte, was mich denn erwartet. Das ist schon mal cool. Vielleicht kommt das da ja auch. Das Erreichen eines höheren Levels in der Bewertung führt zu einer größeren Auswahl an Antworten, die sowohl bei Pressegesprächen als auch bei Abteilungsevents zur Verfügung stehen. Alles klar. Also je höher wir da im Level steigen, desto mehr Auswahl haben wir. Okay, cool. Leistung. Die Leistung hängt weitestgehend davon ab, wie gut du und das Körner-Sport-Team während der Rennen abschneiden. Dies hängt unter anderem von deiner Zielposition ab oder davon, ob du die schnellste Runde des Rennens gefahren bist. Aber auch andere Faktoren außerhalb des Rennens können die Leistung beeinflussen. Cool. Also wenn wir misskochen, sei es bei Kamera und Interview, sag ich mal, dann gibt es dann auch schon mal einen Dämpfer. Cool. Ja, das mit dem Ruf ist ja auch interessant. Wie die dich alle wahrnehmen. Ein frustriertes Auftreten in einem Interview nach dem Rennen hin und bla bla bla. Ja gut, spiegelt der Mannruf wieder. Okay, alles klar.
Okay. Hä? Ja, noch mehr Zeichen. Nachrichten, Posts in den sozialen Medien, E-Mails und Telefonate können im Breaking Point 2 durch anderweitige Aktionen beeinflusst werden. Diese Symbole zeigen an, ob ein Inhalt aufgrund deiner Handlung angezeigt wird, wobei jedes Symbol für eine andere Quelle steht. Ja, das ist ja nun schon mal, wissen wir ja nun. Anhand von Ruf, Leistung, Aktionen auf der Rennstrecke oder Presse- und Abteilungs-Events kannst du ermitteln, wie die F1-Welt auf deine Entscheidung reagiert. Cool, das finde ich schon mal wieder nice. Also das gefällt mir auch schon mal wieder. Okay, Endposition. Okay, Verhaltensregeln, alles klar, schnellste Runde, läuft. Menü. Oh Leute, ich will diese... Ich habe da echt nur zwei Sachen zum Auswählen. Was ist hier los? Einstellungsfilter. Ah! Bremsassistent Mittel. Der soll aus. Lenkassistent ist auch aus. Anti-Blockiersystem, das kann an. Traktionskontrolle, ja. Dynamische Ideallinie kann aus. Nur die Kurven. Ist wichtig. Ich will ja nicht alles sehen. Getriebe ist automatisch. Boxen-Stop-Assistent ist an. ERS. Ja, das kann alles anbleiben, ey. Wiederkehrender Hinweis für Rückblenden. Das ist jetzt aus. Okay. Ah, oh, cool. Und ich habe mich schon gewundert, wieso bremst die Möhre? Also Gas geben war jetzt nicht das Problem. Das kann man nicht einstellen. Okay. Aber dafür habe ich jetzt den Bremsassistenten ausgeschaltet. Das ist schon mal gut. Also hatte ich eben auch gar nicht richtig die Kontrolle, weil der immer mitgebremst hat. Habe ich das doch richtig gespürt. Ja, alles andere ist denn wohl jetzt denn Goodie. Benutzer definitive Einstellung. Das ist gut. Ja. Was ist das? Enthält Fahrhilfenanstellungen, für die es dir ermöglichen, die Steuerung leichter oder authentischer zu machen. Ist diese Einstellung aktiviert, wird die Ideallinie mit hoher Sichtbarkeit dargestellt, sodass sie bei ungünstigen Sichtverhältnissen leichter zu erkennen ist. Okay. Ach Gottchen, mein Gott. Ja. Lenkassistent und Bremsassistent sind aus. Okay. Nice. Bleibt das jetzt auch aus? Moment. Ja, es bleibt aus. Gut. Alles klar. Das wollte ich ja erreichen. Dass ich die Kontrolle habe und nicht hier. Okay. Aiden, nur kurz zur Info. Die Crew hat uns gerade die neuesten Telemetriedaten übermittelt. Okay, aber dadurch erfahre ich auch nicht mehr, als ich schon weiß. Tu mir den Gefallen, ja? Sieh sie dir einfach an. Sag Bescheid, falls dir irgendetwas auffällt. Ich möchte diese Probleme so schnell wie möglich für dich lösen. Sicher. Danke, Andreo. Nichts zu danken. Ich halte dir den Rücken frei, Aiden. Denk dran, was ich sagte, als du dem Team beigetreten bist. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Ackermann würde mir das ewig vorhalten. Klingt ganz nach Kasper. Er hat mir übrigens das Gleiche gesagt. Es ist schwierig. Mit dem Auto. Devin steckt seine Nase auch überall rein. Ja, gerade ist ziemlich viel los, aber wir sind ein Team. Wir schaffen das. Ich spreche mit Devin und sage ihm, du brauchst etwas Freiraum. Auf und abseits der Strecke. Ja, viel Glück damit. Alles klar. Was ist denn bei den Nachrichten los? Schwierige Zeit im Bike Connorsport. Ja, bla bla bla, das Übliche. Man gewinnt das erste Rennen nicht. Das wird diese Saison nichts. Genau wie im Fußball. Ich nehme einfach mein Beispiel, Bayern München. Wenn Bayern München das erste Spiel nicht gewinnt, oh, Bayern München steigt ab, zweite Liga, das wird diese Saison nichts. Ne, wisst ihr ja, wie die Medien sind. Ja, sieht schon cool aus. Ja, schon geil. Aiden Fan 01. Ja. Ja, ich bin ja mal gespannt, wann denn die Frau da drin mitspielt. Oder das junge Mädel. Ach, der ist auch wieder da. Ach du Schande. Bla 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 bla. Ja, gut. So.
Ach, hier geht das. Okay, zum nächsten Kapitel. Wie viele Minuten haben wir? Eine halbe Stunde. Ich hatte ja gesagt, eine Stunde machen wir mindestens, damit man dann mal so einen Einblick kriegt, was denn so passiert. Aber ich denke mal, sehr viel anders, bis auf so ein paar Erneuerungen, wird es wahrscheinlich nicht anders laufen wie im Breaking Point Teil 1. Also, ja, es ist dann halt eben schon vorgescriptet so ein bisschen, ne? Ja, aber gut, gucken wir mal. Kapitel 2. Connorsports erste Saison ist nach wie vor von Unbeständigkeit geprägt. Aber Teamchef Andreo, Connor bleibt zuversichtlich, dass sich das Blatt wendet, wenn das Team in Montreal antritt. Ja, gucken wir mal. Und Start. Oh, erstmal eine Trophäe. Oh, hier. Bist du der Boss? Nee. Abteilungsevents. Okay. Die Reaktion auf diese Events hat direkte Auswirkungen auf viele Dinge, wie zum Beispiel deine Leistung und dein Ruf. Sie können sich sogar auf Bonusziele für bevorstehende Rennen auswirken. Hey Boss, hast du kurz Zeit? Was haben wir hier denn? Da es sich um ihre Heimatstrecke handelt, werden Stroll und Latifi an diesem Wochenende überall in den lokalen Medien vertreten sein. Ein bestimmtes Medienunternehmen wollte wohl unsere Probleme in letzter Zeit instrumentalisieren, um die Erwartungen an heimische Fahrer in die Höhe zu treiben. Es hieß, Connorsport sei leichte Beute für die Kanadier und wir seien keine große Konkurrenz. Sollen wir darauf jetzt antworten? Dies wirkt sich auf die Bonusvorgaben des bevorstehenden Rennens aus. Okay. Komm schon, wir geben uns selbst sicher. Die hauen wir von der Piste, Mann. Nein, nicht von der Piste hauen, sondern überholen. Ne? Also das werden die nass zeigen. Ne? Was ist das hier jetzt wieder? Damage, übertriebene Versprechen. Devin war Anfang dieser Woche, boah, wieder so viel lesen, ey. Anfang dieser Woche auf dem Kanal eines beliebten Streamers zu sehen. Das war aber nicht ich. Und versprach eine Führung hinter den Kulissen unseres Werks. Und zwar nächsten Donnerstag. Das kollidiert mit unseren geplanten Teambuilding-Tagen für die Ingenieure in der Fabrik. Normalerweise würde ich sagen, dass wir nicht zulassen, dass Devins Laune unsere Pläne durchkreuzen. Aber dieses Video hat eine Menge Aufrufe erhalten. Der Streamer hat uns kontaktiert, um die Tour zu bestätigen. Wie wollen wir vorgehen? Ach, das ist doch wieder was für Devin. Er kann da wieder einen auf die Hose machen und kann wieder zeigen, was er kann. Bestätigen wir. So. Nachrichten, was haben wir hier jetzt wieder? Weitere Probleme mit dem Wagen bei Connorsports. Ja. Andreo, ich sehe mir gerade die Strategieänderungen an, die du geschickt hast. Okay. Nur um sicher zu gehen. Was auch immer heute passiert, ich habe den Vorrang in der Box, richtig? Wir werden sehen, wie sich das Rennen entwickelt. Wenn du den Vorrang brauchst, bekommst du ihn. Aber ich werde das nicht vor dem Rennen festlegen. Wir wissen doch alle, dass Jackson seinen Aufgaben nicht gewachsen ist. Wenn du die Punkte willst, darf er mir nicht in die Quere kommen. Verstehst du das? Devin, wir haben doch darüber gesprochen. Lass Aiden etwas Freiraum. Es geht nicht darum, ob ihr euch in die Quere kommt. Wir müssen uns zusammenreißen und als Team antreten. Klar. Also Vorrang in der Box, ja? Okay, ciao. Oh Junge, ey, Alter, du gehst mir auf den Sockel, ey. Ja, okay. Emil, was gibt's hier Neues? Hab dein Interview gelesen. Eine kurze Nachricht an alle.
Buchungsbestätigung, Flug für deinen Vater, Linda Clifton. Ach, ist das die neue? Bin ich ja mal gespannt, wie sie die einführen wollen. Oh, cool, was ist das denn? Okay. Ja, so, dann gehen wir mal zum Rennen. Los geht's. Ein paar Runden vor Schluss macht Aiden Jackson weiter Druck und hofft, dass er ein paar dringend benötigte Punkte für Connor Sports sichern kann. Okay, also da sind wir dann schon wieder fast am Ende. Alles klar, läuft. Los geht's. Und jetzt geht's in Kurve 2. Butler kommt aus der Boxengasse und Jackson ist genau auf gleicher Höhe. Das ist brenzlig, Stefan. Keiner der beiden will nachgeben. Es wäre sauberer gewesen, wenn Jackson ihn einfach hätte fahren lassen, aber er lässt ihn keinen Zentimeter. Sie fahren weiter, immer noch Rad an Rad. Und fast die Berührung. Es geht jetzt die Gerade runter zur nächsten Schikane. Keines der beiden Autos kann sich absetzen. Jetzt kommt die Schikane und Jackson befördert beide von der Strecke. Butler über die Randsteine wieder raus. Oh, das sah übel aus. Ich glaube, eines der Autos ist beschädigt, Sascha. Ich glaube, das von Butler. Oh mein Gott, was für ein Schaden, Stefan. Sie haben Plätze verloren. Unglaublich und komplett unnötig. Ein Auto ist beschädigt und beide sind zurückgefallen. Das ist ja das totale Chaos. Oh Mann, ey, die waren wieder nicht gut. Schade! Was hätte sich nur dabei gedacht? Wir sehen uns das in der Besprechung an, Aiden. Jetzt musst du erstmal wieder aufholen. Ups. Alter. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. The Ball of Champions.
etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Okay, alles klar. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Letzte Runde, gib Gas!
Oh mein Gott, ey. Nicht so aggressiv. Du musst sauber überholen, sonst kassieren wir eine Strafe. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Da war ganz schön was los heute auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Was waren deine Highlights, Stefan? Das war wohl der Connorsport-Moment. Die Räder berühren sich, sie lassen sich gegenseitig keinen Platz auf der Strecke. Das ist zwar unterhaltsam für uns, aber aus den falschen Gründen. Ja, wir haben das extrem genossen. Und Aiden Jackson? Naja, ihm hätte das Ergebnis auch gefallen, wenn er sich verbockt hätte. In meinen Augen trägt aber er eindeutig die Schuld. Butler nimmt Schaden, Jackson kommt ungeschoren davon und letztlich leidet das Team. Connorsport hatte in dieser Saison so viele Probleme, dass sie wahrscheinlich froh sind, wenn es ein Auto überhaupt über die Ziellinie schafft. Bei der Siegerehrung sehen wir den berühmten roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Okay. Gut. Ja, gut, weiter geht's. Ja, war ja schon mal schön. So. Aiden, nur zur Info. Die Nachbesprechung wird um 30 Minuten verschoben. Alles klar. Danke fürs Bescheid sagen. Hör zu. Jetzt, wo wir gerade reden. Was da heute passiert ist. War nicht meine Schuld. Devin denkt, er ist der einzige Fahrer. Ich will bei Meeting nicht so lange darauf rumreiten. Aber so funktioniert kein Team. Das weißt du. Klar. Es ist nur... Ich will das nicht hören. Wir haben genug Probleme. Was immer zwischen euch beiden vorgefallen ist, muss jetzt ein Ende haben. Okay. Ich möchte so nicht mit dir reden müssen. Und ich werde Devin dasselbe sagen. Komm schon. Klar. Wir sehen uns bei der Besprechung. Oh Mann. Naja, gut. Ja, alles klar. Dann, ja gut, Stündchen haben wir ja fast geschafft und... Hat ja mal wieder so einen kleinen Dämpfer gekriegt, würde ich sagen. Dann geht es im nächsten Video denn mal weiter mit Breaking Point 2. Ja, es ist so, wie ich erwartet habe. Geht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Und ich bin jetzt mal gespannt, wann das Mädel denn zu uns stößt. Dass wir eventuell denn mit ihr zusammen da denn die Formel 1 sorgen. Bin ich ja mal gespannt, wann das denn vonstatten kommt. Vielleicht wird Aiden ja auch abgesägt, man weiß es nicht. Oder Devin wird abgesägt, das ist ja alles denn noch so. Denn so, mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Werde jetzt auf jeden Fall den Breaking Point denn erstmal denn zocken, durchzocken und dann schaue ich mal, ob ich denn nicht da eine eigene Karriere, meinen eigenen Rennstall da aufbaue, gucken, was man da machen kann. Ich hoffe, das ist noch drin geblieben, weil das 21er Modell, wo man sein eigenes Rennteam da aufbaut,
fand ich schon echt cool. Mal was Neues, mal was anderes, mal was Frisches. Ich hoffe ja mal, dass es in der 23er Version genauso ist. Ja. Aber das werden wir dann erst erfahren, wenn ich den Breaking Point durchgedaddelt habe. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite. Der erste First Look hat mir echt gut gefallen. Also macht Spaß, wieder da rumzuracen. Und dann gucken wir mal, was sich denn so noch alles tut. Alles klar, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns. Bis denne, ciao.